Hallöchen, Popöchen YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder My Time at Sandrock. Yes, yes, ja. Letzte Folge haben wir den Tramwagen freigeschaltet. Das ist so eine Art Seilbahn. Und damit sind wir hier in diesen Wüstenbereich gekommen. Und ja, jetzt sind wir hier. Und gucken uns so ein großes Schiff an, ob wir was finden. Ist jetzt leider nicht so wirklich was Wertvolles. Wüstenverteidigerhose, wir gucken mal nach. B. Die haben wir gefunden. Oh, die ist natürlich viel schlechter als meine. Ist das dieselbe, die ich hier habe, ne? Ah, ja, okay. Klar, Klamotten und so können wir dann bald mal verkaufen, weil die bringen irgendwie gar nichts mehr. Die wir jetzt noch haben, die alten Sachen. Was ist das hier? Gefährliche Ruinen, Schiffswrack. Jäger Außenposten bauen. Alter, irgendwie muss man immer irgendwas bauen, um was freizuschalten. Das ist ein bisschen nervig. Das da ist die Ruine, wo wir hin sollen. Keine Ahnung. Jäger Außenposten, dies Posten, das Posten, hier Posten, da Posten. Hier einen Wagen, da einen Wagen. Kämpfe habe ich jetzt auch nicht mehr so wirklich Lust auf die Viecher hier. Ich will mich einfach umgucken. Was ist das hier? Erdmännchenparade? Hallöchen, ihr Erdmännchens! Rosenstein. Wir haben was über Rosenstein gelernt. Vielleicht nehmen wir mal ein paar mit. Wer weiß, ob wir sie brauchen werden. Was ist hier los? Husk-Green. Ein Husky-Pinguin. Ich habe was über Screens gelernt. Frechsinn und Nerven habe ich gelernt. Direkt mit 100 Mann angreifen. Aua. Oh, der hat gesessen, Alter. Der hat mir wehgetan. Ah, der hat mir Shieldbreak gegeben. Deshalb. Ich verstehe. Lass mich in Ruhe. Ehrlich. Natürlich hast du ihn zerprügelt. Ich bin mir jetzt nicht stolz oder so. Fala-Wüste, okay. Was ist das hier? Gistance. Hallo, Gistance. Dodons. Dum, 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 dum. Ich dachte, ich gucke mir das hier einfach mal alles an, was man so findet und braucht vielleicht. Ein bisschen was von dem, was wir dann brauchen, habe ich dann schon, wenn du verstehst. Prost. Außerdem habe ich bald ein Level up. Ein Husk-Ruin, zwei Husk-Ruin, drei Husk-Ruin. Keine Ahnung, was das ist. Daher, das, was wir mitnehmen können, nehmen wir mal besser mit. Und dann brauchen wir es irgendwann, dann haben wir es direkt parat. So läuft das die ganze Zeit bis jetzt. Was macht eigentlich Jagdmeermilch? Ein bisschen Leben wiedergeben, ne?
sonst wieder einpflanzen? Ich weiß es nicht. Da ist die große Ruine, die der Typ in seinem Brief meinte. Deswegen gehe ich jetzt gerade dahin und will mir die mal angucken. Schon wieder so ein Kämpferschwein. Jetzt sehe ich keine Gegner. Aber da ist irgendein Schild. Und da liegt irgendwas. Was ist eine Hase? Pinguin oder Husky, Kopfgeld. Könnte gefährlich sein. Ist ja nicht so, als hätte ich ihn nicht gerade schon verprügelt, aber ist okay. Oh, ist aber auch weit, ne? Also, kartentechnisch dürfen wir fast am Ende sein hier. Also wir dürfen nirgendwo rein, wir dürfen nirgendwo hin. Du hast diesen Bereich noch nicht freigeschaltet, warum nicht? Aber es war doch diese Ruine. Machen. Da drüben ist wieder ein Schild. Kann man bestimmt eine Jagdmeldestation hinmachen. Was ist das hier? Vor uns liegt das volle Outback. Hier kommt eigentlich niemand hin. Besser, wir gehen jetzt nicht darauf ein. Mit ihrer Jagdmeldestation, ganz ehrlich. Irgendwas ist ja hier. Ich würde jetzt mal weiter in die Richtung gehen. Sollen wir mal gucken können, was da noch kommt. Lilly, immer noch kein Feierabend. Hallo? Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie so Schätze und sowas sind, die man dann einfach aufheben kann, aber hier ist ja wirklich nix. Gar nix. Komm nicht drauf, gar nichts. Kannst du nichts machen. Das ist langweiliger wie ein Stück Käse an die Wand zu schmeißen. Aus diesem Bereich noch nicht freigeschaltet. Was so ein komischer. Ne, lass mal. Hier ist wieder eine Jagdmeldestation. Sandgrube. Ist
aus wie Treibsand, hä? Missionsdetails. Naja, das haben wir alles, aber es ist zu Hause. Treibsand ist in der Vorlage so weit verbreitet. Der dritte geeignete Standort für eine Sandgrube ist in der Nähe. Aha. Einzige, was ich nicht habe, Holzstöcke. Schade. So schwer ist es jetzt aber auch nicht zu finden, bin ich ganz ehrlich. Schau mal hier. Na, das war's. Jetzt sind wir gleich wieder bei unserer Dingstation. Also das mit den Holzstöcken, das ist ja easy gemacht. Boah. Für diese Viecher. Was ist denn da? Seht ihr das? What is that? Da ist erstmal ein Schatz. Ein komischer blauer verklebter Scheiß. Oh. Nichts, was Ausdauer bringt. Da bin ich so kurz von Level ab, ey. So ein Scheiß. So viel Stuff da drin. Und jedes Mal, wenn ich jetzt hier rüber will, muss ich mit dem Zug hier rüber, ja? Kann ich das wenigstens machen? Probier's lieber nicht aus. Also, das Essen bringt mir gar nichts, gefühlt. Das Essen bringt gar nichts, es sei denn, es ist Buff-Food, also womit man mehr Ausdauer kriegt. Ansonsten ist der Rest vom Essen totaler Scheiß. Ich kann jetzt mal so rüber eiern, ey. Oh mein Gott. Machen einen kurzen Cut, ja. So. Sorry. Ist jetzt ein kleiner Cut entstanden, weil ich mit Millie telefoniert habe. Und ja. Die ist gerade am Sandfischen. Hast du schon mal ausprobiert? Nein. Dann lass mich dir das doch mal vorstellen. In Alfola gibt es viel Treibsand, in dem verschiedene Arten von Sandfischen leben. Und ich glaube mir, sie sind sehr lecker. Ich bin so etwas wie ein Experte. Es wird so gemacht. Wirf den Köder in die Sandgrube, warte, bis die Sandfische angelockt werden, dann wirf die Sandfischfalle aus. Das war's. Klingt einfach, ist es auch. Weißt du was? Ich habe eine zusätzliche Sandfischfalle und einige Sandwürmer. Nimm sie, ich würde mich freuen. Okay, wir können einmal hier üben. Okay. Jetzt hier so einen Köder reinwerfen. Wenn da ein Fisch dran ist, dann können wir einfach den hier machen. Zack. Ah ja, das ist jetzt gar nicht so schwer. Oh, da war ich nicht schnell genug. Schon.
Er fühlt sich distracted von mir. Na, auf jeden Fall ist das Sandfischen. Okay. Oh, da hat es schon gelohnt. Waren ja ein paar Fische dabei, ja? So, ich bin gerade auf der Suche nach Gummi. Nur, dass ihr mal eben Bescheid wisst, was ich jetzt so gemacht hatte. Denn ich hatte Gummi gesammelt. Ich brauche noch 20 Gummi. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier Gummi finde. Der, wenn ich da drüber fahre, sagt er mir einfach, Wiederverwerter, den Müll wegräumen. So, jetzt... Hier Müll wegräumen, kommt da kein Gummi raus. Passiert gar nichts. Habe ich auch schon gemacht. Den Müll wegräumen, hallo. Hier kommt nichts raus. Kein Müll, also kein Gummi. Also so geht's nicht. Ich weiß, wo ich Gummireifen finde, ein paar. War's dann aber auch schon. So, die können wir schon mal weitermachen lassen. Wiederverwerter. Ist hier irgendwo noch Gummi bei? Hier, Gummischrott. Na, vielleicht hilft das was. Denn wir müssen jetzt ein bisschen was sammeln, ne? Bronzestangen. Brauchen wir ein paar. Dafür brauchen wir da Kupfererz. Harzsoldielen machen wir hier. Okay. Und die Sandgrube, die brauchen wir jetzt nicht. Oh, da hat jemand einen Brief abgegeben. Aber wir gehen jetzt mal eben schlafen. Bis zum nächsten Mal. Gut. Ich sammle Gummi und Kupfer. Dafür gehe ich in die Mine. Und für euch mache ich hier einfach einen Cut. Ich schmiere mir jetzt nebenbei nämlich noch ein Brot. Ich habe nämlich heute noch nicht gefrühstückt. Habe ich mir nämlich geholt, als ich mit Melli gequatscht habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich, wenn ich die Sachen parat habe. Na, bis gleich. Tschüss. So, meine Pause ist rum. Ich habe gefrühstückt und habe alles gesammelt, was wir brauchen. Und weil ich die Rolle gemacht habe, habe ich jetzt einen Meilenstein abgeschlossen. Das ist doch super. So. Also wir gehen erst oben das Ding abgeben, bauen. Wer ist das denn da? Mysteriöser Mann. Ein weiter treuer Kunde ist gerade aufgetaucht. Die Leute nennen mich den geheimnisvollen Verkäufer. Aha. Aha. Oha. Oha. Was ist das denn alles? Verlobungsring. Möbelkiste. Ach, guck mal, was er alles hat. Umhänge, die man nicht tragen kann. Tisch. Aber nur komisches Zeug, was soll ich damit? Okay. Das rote Seil wird zum Knoten gebunden, so wie du und er soll zum Knoten gebunden sind. Das nehmen wir mit. Verlobungsring. Da gibt schon krasse Sachen.
Aber nichts davon irgendwie klang jetzt sehr sinnvoll. So, das müssen wir jetzt bauen. Und da kann man jetzt hin und her reiten. Wenn ich jetzt die fertig gebaut hätte, dann könnte ich direkt dahin reiten. Natürlich praktisch, ne? Guck mal. Verstehe. Okay. Was brauchten wir jetzt gerade dafür? Warte mal, das waren... auf jeden Fall ganz viel Gummikram. So, ich weiß nicht mehr, was wir brauchen. Ja, natürlich doof, wenn wir jetzt hinreisen und das dann nicht dabei hätten, ne? Direkt in der Truhe geköpft werden, den brauchen wir ja nicht. Tja, was machen wir jetzt? Wir werden dahin müssen, um zu gucken, was wir brauchen. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht, denn ich wollte mehr Gummischalen. Ja, komm. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Prost erstmal. Cool, wenn man mit dem Zug da auch rüberfahren könnte, ne? Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kommt das Jagd darüber? So. Los. Hallo. Reisen wir erstmal schnell dahin. Zurücklaufen müssen wir dann ja so oder so. Oh, voll der Grind hier. Mio. Gucken, ob das was bringt. Ich denke, das wird nur zum Sandfischen sein. Nichts Besonderes. Thank you.
ne? Dachte ich mir. Ich mache mehr Fische dafür. Würmer. Naja, okay. Schnellreise wäre praktischer. Irgendwo da war jetzt die komische Bahn. Keine Ahnung, ob wir die brauchen. Wenn wir herausfinden. Und zweites. Irgendwo hier die Bahn. Aber das kriegen wir schnell hin, den Rest. 3 Bronzestangen, Hardwell Steel, easy going. Ah! In Ruhe, ihr Kameltreiber. Dafür muss ich so eigentlich verstehen, wofür ich so viel Geld zahlen muss, um da reinzukommen. Hier Chromerz, Energiestein, Magnaerz, Schwefelkies. Ist das was Wertvolles? Brauchen, dann haben wir es auf jeden Fall. Chromerz würde ich mir auch mal angucken.
Also, ich weiß nicht, was wir so sammeln, ne? Mikrochip und so ein Kram. Nimm es jetzt einfach mal mit. Guck mal, wann es uns bringt. Das Stuff. Boah, Statue der Muschelschalengöttin. Da mal einfach hin und guck mal, was ich da zusammen krieg. Ich habe keine Ahnung, was wir hier alles einsammeln, ne? Ich sage euch das gleich. Ich sammle einfach. Das kriegen wir nicht kaputt. Jetzt. Sagen wir, nehmen jetzt hier noch einfach so ein bisschen was Zeug mit. Wir haben irgendwie gar kein Eisenerz gefunden. Ist das Ausdauer verbraucht? Ist so unfair. Noch mehr Scheiß. Toll. Das erleichtert wirklich. Bei manchen Leuten reicht einfach schon drüber laufen. Ey, da ist Eisenerz, Bruder. Hier! Ich kann es jetzt nicht mitnehmen. Ach, Manno. Das ärgert mich jetzt. Wo ist denn der Unterschied zwischen Schwefelkies und Eisenerz? Also, kopfmäßig weiß ich es, aber das hier ist Eisenerz, das will ich haben. Oh Mann, oh. Naja, komm, wir nehmen das noch mit. Was wir noch mitnehmen können, nehmen wir mit.
Schade. So. Für euch jetzt hier 35 Minuten. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Sekunde. So, ich bin wieder auf dem Weg heim. Ich werde jetzt die Sachen noch holen, die wir noch brauchen. Sprich ein paar Bronzestangen und Hardware-Ziel. Ja. Und dann sollten wir dort schnell hinkommen eigentlich. Fleißig. So, aber wie können wir das upgraden? Also, da komme ich überall dran. Aber wo kriege ich das hin? Mittlere Werkbank. Mittlere Werkbank? Blutkehr? Da, tatsächlich. Hä? Kann ich einfach? Lol. Bronzestab von Verarbeiter und Bronzeröhre von Schleifer. Verarbeiter, Schleifer, Bronzeröhre. Kann ich noch nicht eben lernen gehen. Verarbeiter ist der hier, ne? Ja, okay. Dann holen wir uns eben das Rezept für die Bronzeröhre. Alter Schwede, hier Rezept, da Rezept, dies, das, Ananas, so viel zu tun, ehrlich. So viel zu machen, ne? Ha! Wie viele Aufträge? Ne, die kannst du leider. Obwohl, doch, kannst du haben. Kupferstab. Das kann man auf jeden Fall annehmen. Wo stehen wir im Ranking? Och, ganz unten. Nee, mit Kolonien ist Platz 2. Nice. Wir arbeiten uns voran. Wir arbeiten uns voran. Ja. Wie viel Bronzeröhren brauchst du denn? Bronzestab und Bronzeröhre. Habe ich jetzt Bronzestab? Ich wollte es gerade noch lernen. Ich habe gedacht, bevor du es brauchst. Bronzeröhre eine und Bronzestab eine. Was für eine Scheiße, ehrlich. Mann! Junge. Oh, her damit jetzt. Auf den Arsch. So. Eine Hartholzziele fehlt noch, dann können wir rüber. Dann können wir uns erstmal schlafen legen, Freunde. Warte mal. Ich hab's gerade gelernt. Ich schwör's euch. Hä? Bronzestab vom Verarbeiter. Von dem hier.
Okay. Mach damit. Komm, Bronzenstab. So, schnell schlafen. Gute Nacht, Banjo. Jetzt haben wir alles. Wir können einmal upgraden, wenn der jetzt fertig wird. Regen, Regen. Ich müsste die Dinger jetzt instant voll werden. Aber ja. So, ich laufe gerade hier hin. Alle, viel mehr. Ich glaube, im Haus der Rettung konnte ich was machen, sobald ich die Trim-Dings hatte. Ha! Hier siehst du das Ablaufdatum deines Vertrags. Jeder Vertrag hat eine Laufzeit von einem Monat. Wille bestätigen, um den Vertrag zu unterzeichnen. Am nächsten Tag werden die Waren an deine Lieferkiste zugeschickt. Denk dran. Angebotsliste. Gewöhnlicher Schrott. Kontingent 1000. Das heißt, für das... Kriege ich denn Stufe 3? Ich mache das jetzt einfach mal. Wir haben genug Geld. Verbesserung. Kontingent 2500. So, jetzt kann ich einstellen, was ich haben will. Ach, guck mal. Wenn ich jetzt nochmal verbessere... Dann habe ich ein Kontingent von 3000. Zack, jetzt kriege ich auch die Stufe 3 Sachen. Ah. Okay. Jetzt habe ich wieder kein Geld, aber lass den das mal machen. Okay. Einfach mal gemacht. Ich bin Macher. Ich quatsch nicht lange, ich mache einfach. Scheiß aufs Geld. Geld macht nicht glücklich, nein, sie hassen dich. So, kann ich den hier einmal upgraden? Fehlt hier ein Bauplan, schalte neue Technologien. Oh, Kurva March. Da wollte ich hin, habe ich noch vorhin gesagt, du hast mich nicht daran erinnert. Du bist schuld. Du bist schuld. Du bist schuld. Jetzt wäre ich fast dem Kamel mit dem Kopf in den Arsch gerannt. Können wir hier irgendwas bauen? Kamera? Fehlt auch noch was? Dafür haben wir den Teil einer Kamera fehlt mir noch. Ich kann mir nichts zusammenbauen, weil ich nichts habe. Fertig hab. Fehlt mir auch noch was. So. Haushaltsofen. Der zweite Ofen. Eine Maschine, die feine Steine aus rohen Steinen sortieren kann und dabei manchmal seltene Edelsteine. Zwei so eine Taschen bekommen, da.
Wettern. Windmühlen, Wetterfahne. Rüstiger Roboter. Okay. Das Problem, was ich jetzt habe, ich kann jetzt nicht direkt dahin rennen. Weil ich muss jetzt erst wieder mein Inventar leer kriegen. Ich wollte jetzt eigentlich direkt durchrennen. Geht jetzt leider nicht. Aber die dauern jetzt auch noch mal ein paar Stunden, ne? Ärgerlich. Gut, Freunde, ich mache wie immer einen Cut. Ihr kennt das Ganze, ihr dürft aber ein bisschen Liebe dalassen. Däumchen hoch, kommentieren und vor allen Dingen abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der wunderschönen nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play My Time at Sandrock. Ne? Also, fühlt euch gedrückt. Tschüss!